grüße dich. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast hier bei Blaupause TV. Heute wieder ein bisschen Mystery. Wir schauen uns mal die Ereignisse rund um den Flug 370 an, MH370 aus 2014. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, wie das Flugzeug spurlos verschwunden ist. Und es ragen sich jede Menge Mythen darum, jede Menge Spekulationen, natürlich auch Verschwörungen, was denn sonst. Und es gibt keine wirkliche ansatzweise vernünftige Erklärung dafür. Und alles, was offiziell benannt wurde, naja, ist doch recht dürftig. Nun habe ich ein Video gefunden, wo angeblich Wissenschaftler das Ganze rausgefunden haben und wir gucken uns das gemeinsam an. Wie immer gilt, wenn dir der Content gefällt, dann gib der ganzen Sache bitte einen Daumen, nutz die Kommentarfunktion, schreib mir deine Meinung. Vielleicht hast du auch noch zusätzliche Informationen zu diesem Video, die jetzt hier gar nicht mit dabei sind. Dann bereichere bitte die Community und wenn du richtig fancy bist, dann abonniere den Kanal. Da würde ich mich sehr freuen und das unterstützt auch die Sache, die ich hier mache. Und gerade dieses Thema MH370 ist oft auch gewünscht worden in den Kommentaren unter den anderen Videos und deswegen kommen wir der Sache heute mal nach und wir schauen uns dieses Video gemeinsam an. Legen wir los. Forscher haben eine unfassbar gruselige Entdeckung gemacht, die tatsächlich dazu führen könnte, dass das mysteriöseste Rätsel der Luftfahrt endlich aufgelöst wird. Unterschiedlichste Forscher sind sich sicher, dass sie es geschafft haben, das gruselige Rätsel um MH370 aufzuklären. Das Rätsel über das Flugzeug, das im Jahr 2014 unter mysteriösen Umständen verschwunden ist und das bis heute nicht wieder gefunden wurde. Über diesen unfassbar gruseligen Vorfall und diese neuen Funde möchte ich heute einmal sprechen und ich möchte euch erklären, was vielleicht wirklich damals passiert ist. Damit wir allerdings über diese neuen Funde sprechen können, müssen wir einmal kurz sagen, was ist damals eben im Jahr 2014 passiert. Zunächst einmal, was ist MH370? Für die von euch, die das noch nie gehört haben, MH370 ist letztendlich einfach nur eine Bezeichnung für einen Flug, der von Kuala Lumpur in Malaysia startete und in Peking in China wieder landen sollte. Dies war eben ein Flugzeug, eine Passagiermaschine, wo mehrere hundert Passagiere drinne Platz hatten. Und grundsätzlich war das Ganze auch ein völlig normaler Flug im Jahr 2014 gewesen. Die Strecke von Kuala Lumpur nach Peking war relativ kurz und es handelte sich dabei um eine Routinestrecke. Die Airline bot diese Strecke immer und immer wieder an, mehrmals täglich wurde sie geflogen und auch der Kapitän von MH370 war absolut erfahren genug gewesen, diese Strecke eben zu fliegen. Auch waren die Wetterverhältnisse relativ gut, also hätte eigentlich einer Landung in Peking nichts im Wege stehen sollen. Es hätte ein völlig normaler Flug sein müssen, doch genau an diesem Tag im Jahr 2014 passierten unfassbar gruselige Dinge, die wir uns bis heute eigentlich nicht erklären können. Denn zunächst wirkte alles noch ganz normal. MH370 startete in Kuala Lumpur, flog eben auf eine ungefähre Reiseflughöhe und war auf direkter Zielrichtung nach Peking. Es herrschte auch die ganze Zeit ein ganz normaler Kontakt zwischen eben den Flughäfen in der Nähe und dem Flugzeug. Es herrschte also ein Funkkontakt zwischen den beiden. Alles war ganz normal und gut gewesen, doch dann auf einmal, von einem auf den anderen Moment, war auf einmal jegliche Verbindung zu MH370 abgebrochen. Auf einmal verschwand dieser Flug von allen Systemen und niemand wusste, was passiert war. Sofort brach natürlich Panik aus und man versuchte irgendwie MH370 zu erreichen. Man versuchte Kontakt zu den Piloten herzustellen, doch kam einfach nicht durch. Es gab keine Möglichkeit, irgendwie mit dem Piloten zu sprechen. Man hoffte natürlich noch darauf, dass es sich hierbei um irgendeinen technischen Defekt handelte und mehr nicht. Doch schon kurze Zeit später wurde klar, dass hier etwas Gruseliges passiert war. Denn tatsächlich war MH370 einfach verschwunden. Dieser Flug landete nie in China. Und grundsätzlich muss man ja mal dazu sagen, dass gerade die Flugsicherheit und die Überwachung im chinesischen bzw. auch im asiatischen Raum enorm ist. Da ist jeder Quadratzentimeter im Prinzip auch wie überall abgedeckt und die haben auch die neuesten Radarsysteme. Dass einfach so etwas verschwindet, einfach so, ist sehr, sehr ungewöhnlich und kann eigentlich in dem Sinne gar nicht passieren. Also ne, auch Transponder kann nicht ausgefallen sein, da gibt es mehrere an Bord und. Also das alleine an sich schon ist eine ziemliche Hausnummer, dass so ein Ding einfach von einem Radarbild verschwindet, was auch Aufschluss auf größere Themen gibt.
Und da begann natürlich das große Mysterium, was ist an diesem Tag mit diesem Flugzeug passiert? Es wurden sofort unterschiedlichste Radarsysteme verwendet und Zeugenaussagen, die eben erklären sollten, wohin dieses Flugzeug geflogen sei. Weil nach China ist es ja offensichtlich nicht gekommen. Anhand von unterschiedlichsten Testergebnissen konnte man feststellen, dass eben das Flugzeug zu einer gewissen Höhe aufstieg und dann scheinbar ohne Grund auf einmal Kehrtwende machte, abdrehte und eben nach links flog, in eine ganz komische Richtung mitten auf den Ozean hinaus. Das Ganze war absolut seltsam und war natürlich so auch nicht abgesprochen gewesen. Leider konnten die Radarsysteme nicht genau sagen, bis wo das Flugzeug wirklich geflogen ist, weil eben auch nach einigen Kilometern dann sich die Spur komplett verlor. Das waren alle Informationen, die wir eben damals über MH370 hatten. Diese Passagiermaschine mit unfassbar vielen Leuten an Bord war unter mysteriösen Umständen plötzlich verschwunden. Und dann ging natürlich sofort eine gigantische Suchaktion los. Man wollte herausfinden, wo dieses Flugzeug hin verschwunden ist. Man wollte es finden. Und es stellte sich natürlich auch eine ganz klare Antwort dar. Dieses Flugzeug wird höchstwahrscheinlich eben über dem Ozean abgestürzt sein. Wahrscheinlich kam es zu irgendeiner Tragödie an Bord und deswegen stürzte das Flugzeug ab und wir müssten das Wrack nur noch aus dem Ozean bergen. Dies sollte eigentlich ein nicht allzu großes Problem sein, doch obwohl ein gigantisches Gebiet abgesucht wurde nach diesem Flugzeug, obwohl Flugzeuge, Helikopter und sonst was die gesamte Strecke eben überprüften, konnte überhaupt nichts gefunden werden. Kein Wrack wurde gefunden, keine Einzelteile wurden gefunden, die damaligen Suchergebnisse waren völlig ohne Erfolg gewesen. Und eben diese Erfolglosigkeit sollte sich bis heute durchziehen. Bis heute konnten wir eben diese Maschine nicht entdecken. Es gab einige Wrackteile, die gefunden wurden, wo manche Leute vermuten, dass sie eben zu diesem Flugzeug gehören könnten, doch wirklich hundertprozentige klare Beweise haben wir bis heute nicht. Doch das soll sich eben genau jetzt geändert haben, denn unterschiedlichste Forscher wollen etwas unfassbar Gruseliges entdeckt haben, und zwar war ihnen eine Sache aufgefallen. Im Normalfall wurde eben nach MH370 immer im Ozean gesucht. Das Ganze machte natürlich erstmal auch Sinn, denn unsere letzten Daten, die wir zu MH370 hatten, waren, dass es eben abgedreht war in Richtung Ozean. Doch eine Sache warf viele Fragen auf. Denn die Leute, die an Bord des Flugzeuges gewesen sind, hatten ja Handys dabei. Dies war etwas, was man zuvor nie wirklich beachtet hatte oder was Experten nicht wirklich in Betracht gezogen hatten. Doch diese Handys waren ein unfassbar praktischer Hinweis. Wäre dieses Flugzeug wirklich... Hätte man doch eigentlich bei der Suchaktion sofort drauf kommen müssen. Man hat ja die Passagierliste, man weiß also, wer das ist. Und dann kann man natürlich auch die Handys orten. Das ist aber damals nicht gemacht worden. Über dem Ozean abgestürzt, wäre es eben ins Wasser gecrashed, dann hätten all diese Smartphones, all diese Handys, die damals an Bord gewesen sind, zerstört werden müssen. Die Handys damals waren nicht so super wasserfest gewesen, dass sie das Ganze überstanden hätten. In dem Moment, wo das Flugzeug ins Wasser stürzt und Wasser in das Flugzeug unvermeidlich hineinläuft, wären sie kaputt gewesen. Doch genau das war nicht passiert. Unterschiedlichste Eltern kamen hervor an die Medien, weil eben offizielle Stellen ihnen nicht zuhören wollten und sagten, dass sie immer noch ihre Verwandten anrufen können. Und das ist schon der Punkt Nummer eins oder Indiz Nummer eins, dass da andere Dinge vermutlich abgelaufen sind, wenn Regierungsbehörden und Ermittlungsbehörden schon sagen, naja, das interessiert uns nicht, dass die Handys noch funktionieren, ja? Dass ihr die anrufen könnt etc. pp. Das ist das, was ich gerade sagte. Das wäre eigentlich das Erste. Flugschreiber suchen und dann natürlich Handyortung durchführen, triangulieren. Wo sind denn die Signale, wenn die denn noch durchkommen? Wenn die Angehörigen sagen, wir erreichen, es klingelt noch. Ja, da muss doch so eine Regierungsbehörde und eine Ermittlungsbehörde sofort sagen, okay, der Sache gehen wir nach. Aber genau wie gesagt, das ist eben damals nicht gemacht worden. Manche bewiesen dies sogar live im Fernsehen und zeigten, wie sie ihre Verwandten am Handy anriefen und die Handys noch funktionierten.
Wenn zum Beispiel ein Handy eigentlich defekt sein müsste, würde man einfach nur ein statisches Tuten hören oder ein Besetzzeichen, das eben darauf hinweist, dass dieses Handy kaputt ist. Doch dies war hier nicht der Fall. Bei manchen Leuten klappte es sogar noch bis zu 4 Tage lang, dass man ein Freizeichen hörte. Das bedeutete also, die Handys waren immer noch funktionsfähig, sie waren immer noch erreichbar gewesen, sie klingelten sogar im Wrack des Flugzeuges. Das bedeutet also, wo auch immer dieses Flugzeug gewesen ist, das Handy war an Bord, es war heil und es klingelte. Das Ganze bedeutete natürlich für viele Experten, als sie das endlich in Betracht gezogen hatten, eine Sache. Das Flugzeug MH370 kann nicht wie geplant eben über dem Ozean abgestürzt sein. Dieses Flugzeug muss irgendwo anders abgestürzt sein, irgendwo über Land. Und dann kamen einige Forscher... Naja, oder eben gelandet. Muss nicht zwingendermaßen abgestürzt sein. ...eben auf die Idee, dass es irgendwo abgestürzt sein müsste, wo wir es niemals finden würden. An einem Ort, der so undurchdringlich ist, dass wir ihn eben nicht genau überprüfen können. Und dabei kamen sie eben auf die Idee, dass zwischen Kuala Lumpur, zwischen Malaysia und China extrem viel Regenwald existiert. Viele Inseln, sowohl große als auch kleine, haben einen extrem dichten Regenwald gehabt. Und genau deswegen begann eine große Suche nach eben dem Wrack von MH370. Es ging nun darum, dass man eben nicht im Wasser, sondern an Land dieses große Flugzeug finden wollte. Und tatsächlich schafften unterschiedlichste Leute es, auf eben Satellitenbildern, die nur einen Monat nach der Katastrophe gemacht wurden, dieses Flugzeug zu entdecken. Ein sehr großes, weißes Flugzeug, eine Passagiermaschine, war eben im Dschungel bzw. im Regenwald aufgetaucht. Wenn das Originalbild ist, ist das Flugzeug nicht abgestürzt, denn es sieht auf diesem Bild extrem heil aus. Genau eben da, wo sie auch hätte sein können, zwischen eben Malaysia und zwischen China. Unterschiedlichste Leute versuchten eben diese Bilder vom Satelliten genau zu interpretieren und stellten fest, dass dieses Flugzeug, was wir sehen konnten, scheinbar notlandete oder crashte in einem Berg oder auf einem Berg in diesem Regenwald. Dies war ein unfassbarer Fund gewesen, der eben tatsächlich auch erklärte, warum wir bis heute es nicht geschafft haben, MH370 zu finden. Weil wir eben an den falschen Orten gesucht haben, weil wir... Aber das scheint ja komplett intakt zu sein. Die Tragflächen sind noch da, vorne die beiden Triebwerke sind noch da. Es ist nirgendwo in dem Sinne eine Beschädigung zu entdecken. Gut, das ist vielleicht das Fahrwerk könnte beschädigt sein, aber mehr sieht man auch nicht. Das Einzige, was ein bisschen, aber das ist der Winkel von dem Satelliten oder sowas, dass das hinten ein bisschen abgeknickt aussieht. Das ist einfach nur, weil der Winkel falsch ist und deswegen sieht das so aus. Aber das scheint für mich komplett intakt zu sein. Weil wir eben von falschen Tatsachen ausgegangen sind. Die Forscher, die dies entdeckt hatten, wendeten sich natürlich sofort an offizielle... Was mich wundert, gehen wir nochmal kurz zurück. Was mich wundert ist, es sieht so aus, als wenn es einfach dort eingetaucht wäre. Also hingestellt, ja, wie von oben drauf gestellt. Denn man sieht nirgendwo Beschädigungen im Sinne von, dass der Wald dort ist, eine Flugschneise ist oder ein Krater, ein Crash oder sonst irgendwas. Sondern es sieht einfach so aus, als wenn es dort einfach dort hingepackt worden ist. Wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, dass das A, das Originalbild ist und B, an diesem Bild natürlich auch nicht rumgefuscht worden ist. Es kann natürlich sein, dass man hinterher gesagt hat, ja, das Flugzeug muss wieder auftauchen, weil die Mythen vielleicht sich zu sehr ranken. Wir präsentieren der Öffentlichkeit mal dieses Bild. ...sofort an offizielle Stellen. Man wollte das Ganze genau untersuchen, doch diese offiziellen Stellen interessierten sich nicht groß dafür, also zogen die Forscher auf eigene Faust los. Doch sie schafften es nicht, dieses Flugzeugwrack zu finden. Es gibt unterschiedlichste Aussagen mittlerweile. Manche Leute sagen eben aus, dass sie es gar nicht erst geschafft hätten, bis zu diesem Punkt im Wald vorzudringen, weil eben der Weg dahin viel zu gefährlich ist, dass sogar professionelle Guides, die einen dahin führen könnten, sagen, dass sie so weit nicht gehen wollen. Manche andere sagen, dass sie eben tatsächlich dort gewesen sind, an diesem Ort, um dann dort zu bemerken, dass das Flugzeug scheinbar verschwunden ist. Es gibt manche gruselige Aussagen im Internet, die davon sprechen, dass man dort Absturzmarkierungen finden kann, dass also dort tatsächlich ein Absturz stattgefunden haben muss, aber das Flugzeug, was dort sein müsste, einfach wie vom Erdboden verschluckt wurde.
Das bedeutet also, es gibt die Vermutung, dass Forscher es tatsächlich geschafft haben, das Flugzeug MH370 eben in Kambodscha im Dschungel zu finden. Nur, wie kann es sein, dass dieses Flugzeug jetzt plötzlich verschwunden ist? Die Szene ist also die folgende. Damals kam es vielleicht zu menschlichem Versagen oder vielleicht kam es tatsächlich dazu, dass der Kapitän oder sonst jemand das Ganze böswillig gemacht hatte, die Systeme, die Signale senden, ausschaltete und dann die Maschine eben auf eine seltsame Tour lenkte und letztendlich einen großen Bogen flog, um dann eben im Dschungel abzustürzen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, was genau passiert sein könnte. Nicht wundern, das war mein Hund. Liebe Zuschauer, eine ganz kurze Unterbrechung für eine wichtige Information. Wusstest du, dass dein Konto geplündert werden kann? Wusstest du, dass deine Lebensversicherung aufgelöst werden kann und die Beiträge eingezogen werden können? Wusstest du, dass Aktienpakete gestoppt werden können und Auszahlungen verweigert werden können? Ja, all das ist bereits gesetzlich verankert. Das ist auch der Grund, warum ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema Vermögensschutz auseinandersetze. Und zwar Vermögensschutz in Edelmetallen. Und das Ganze gelagert außerhalb der EU, außerhalb dieses Staates, außerhalb der Banken und außerhalb des ESM-Vertrages. Und wenn dich das Ganze interessiert und wenn du wissen möchtest, wie du dein Vermögen und dein Erspartes sichern kannst, dann folge dem ersten Link unter diesem Video oder vereinbare ganz einfach einen Termin. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Die Informationen können wir nicht haben, wenn wir eben das Wrack und die Blackbox und Co. nicht finden können. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, egal wer es gewesen ist, ob Versagen, ob Absicht, das Flugzeug stürzte eben über Kambodscha ab im Dschungel. Das würde ich eben nicht unbedingt sagen, dass es abgestürzt ist. Dafür gibt es keine Indizien letzten Endes. Ne? Die Radarbilder sehen alle, die Satellitenbilder, das sieht nicht aus, als wenn da eine Maschine wirklich abgestürzt wäre. Dann hatten Aber natürlich auch nicht kontrolliert gelandet, weil da ist keine Landebahn. Unterschiedlichste Forscher es also gefunden auf Satellitenbildern, doch als sie dort ankamen, war das Flugzeug scheinbar verschwunden. Viele Leute vermuten eben, dass unterschiedlichste Regierungen das Flugzeug geborgen hatten und eben versteckt hielten bzw. entfernt hatten, weil sie Angst haben, man könnte herausfinden, was wirklich an diesem Tag passiert ist. Viele Leute vermuten, dass irgendetwas so Gruseliges und Seltsames an Bord der Maschine passiert sein muss, dass eben die Regierung von welchem Land auch immer es unbedingt unter Verschluss halten will. Und da gibt es einen Haufen Mythen zu diesem Thema. Zeitreisen, Zeitportale, Entführung durch Außerirdische und so weiter. Ich möchte gar nicht sagen, dass es diese Dinge ja nicht gibt. Ihr wisst, ich bin da auch relativ offen mit diesen Themen, höre mir das erstmal grundsätzlich an. Aber das kann schon durchaus sein, dass es mit irgendwelchen Anomalien zu tun hat, wo man dann eben so eine Cover-Story erzählt. Weil sonst, was soll das sonst für einen Grund haben? Ne? Man hat die Angehörigen haben ein Interesse, dass die mehr als 100 Leute da wieder geborgen werden. Natürlich für gewöhnlich auch der Betreiber, die Charterfirma oder Besitzer des Flugzeuges hatte großes Interesse dran. Generell die Öffentlichkeit hatte großes Interesse dran, dass so ein Fall aufgeklärt wird. Und wann immer sich plötzlich Regierungen sperren, sagen, nee, das gucken wir uns nicht an, die Fakten interessieren uns nicht, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, ach, da ist doch schon Gras drüber gewachsen. Ist es ja auch häufig so, dass dort ganz andere Sachen stattgefunden haben. Ja, gibt auch die, sagen wir mal, noch plausiblere Mythen, dass es eben sich um eine Entführung gehandelt hat, sehr wohl der Kapitän mit involviert war, ja, was man Lösegeld fordern wollte. Es ist aber nie Lösegeld gefordert worden. Das darf man, muss man auch sagen dazu. Also insofern könnte man im weitesten Sinne auch übernatürliche Themen hier durchaus mal mit in Betracht ziehen. Und es ist ja nicht das erste Mal. Viele von euch wissen natürlich das Thema Bermuda-Dreieck. Was viele nicht wissen, ist, dass es aber das Drachendreieck gibt, was ziemlich genau auf der Seite ist und gar nicht so weit weg von diesem beschriebenen Standort letzten Endes zu verorten ist. Und es gibt weltweit sehr komische Phänomene, plötzlicher Elektromagnetismus, der auftaucht. Wie gesagt, dass Dinge, Elektronik gestört wird, auch von Flugzeugen, Schiffen, die plötzlich nicht mehr navigieren können und auch abtauchen vom Radar, nicht mehr da sind und. Also ich halte das für nicht für unwahrscheinlich, dass hier zumindest mal solche Themen auf jeden Fall als Erklärungsmodell mit hergehalten werden können und dürfen. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht wurde das Flugzeug abgeschossen und man versucht dies irgendwie zu verschleiern. Manche Leute vermuten sogar, dass es irgendwie Kontakt mit Außerirdischen gegeben haben könnte, die eben das Flugzeug zum Absturz brachten und vieles, vieles mehr.
Das Ganze ist unfassbar gruselig. Schaut mal, ne? Da ist nirgendwo eine Schneise oder sonst irgendwas, wo man sagen könnte, da ist so ein Flugzeug kontrolliert gelandet. Es wäre ein leichtes, so eine Satellitenaufnahme, dieses Flugzeug da rein zu bauen, damit es so aussieht. Dann muss man aber sagen, derjenige, der da im Photoshop umgeht oder sowas, hat halt nicht die größte Ahnung, wie Photoshop funktioniert, weil dann hätte man wenigstens noch eine Absturzschneise dort eingezeichnet, in Krater oder sonst irgendwas. Aber hier sehe ich eine intakte Maschine, die dort reingesetzt ist. Was, wenn das Originalbild so aussieht, dann eben doch durchaus dafür sprechen könnte, dass hier mit ein bisschen mit anderen Technologien gearbeitet worden ist, um das zu machen. Und zwar nicht, um das Bild zu faken, sondern um das Flugzeug genau da so hinzusetzen. Doch es wirkt tatsächlich so, als ob MH370 gefunden wurde. Doch wir wollen uns natürlich auch noch einmal die logische Seite angucken, beziehungsweise die Kritik an diesem ganzen Geschehen. Denn Und es taucht ja, ich erinnere nur mal an das Thema U-Boot Kursk, ja, ähnliches Phänomen, ja, wo das plötzlich einfach ein russisches Atom-U-Boot verschwindet. Und auch die Regierungsbehörden sagen, ja, das können wir nicht untersuchen und es ist schwierig und das wollen wir nicht. Ach, eigentlich interessiert es uns nicht. Ja, also durch die Blume hinweg. Ja. Folgendes müssen wir sagen. Einerseits, ja, es kann Es ist auch übrigens noch nicht ganz geklärt, ne, gab es vielleicht an Bord dort Leute, die weg mussten. Auch das ist ja schon vorgekommen, dass man ganze Maschinen abstürzen lassen hat, um gewisse Passagiere, die dort in dem Flugzeug waren, dass sie eben nicht am Zielort ankommen. Das kann banale Dinge sein, tatsächlich wie Zeugen von großen Gerichtsurteilen, ja, wo die Maschine nie angekommen ist. Aber natürlich auch das ganze Thema Außerirdische oder Entführungen ist auch so ein Thema, ja, was immer wieder passiert. Aber wie gesagt, manchmal ist es auch so, dass man die Leute einfach wegräumen möchte. Ich erinnere hier in dem Fall nur mal als Side-Fact an die, sagen wir mal, verborgene Geschichte, die nicht offizielle Geschichte zum Thema Titanic und welche Leute auf der Titanic waren und welche ganz kurz vorher, wichtige, einflussreiche Leute das Schiff nicht betreten haben und somit noch am Leben waren. Kann man sich auch mal mit befassen. Vielleicht machen wir sogar ein Video drüber, schreibt es mir in die Kommentare. Tatsächlich sein, dass dieses Flugzeug, was wir dort sehen, eben MH370 ist. Es kann sein, dass MH370 nicht wie erwartet über dem Ozean abstürzte, sondern über dem Land. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht ein paar Ungereimtheiten gibt. Denn einige Experten, die eben das Bild auf den Satelliten untersuchten, stellten fest, dass dieses Flugzeug, wenn es denn MH370 sein sollte, einige Meter zu klein gewesen ist. Man kann keine hundertprozentigen Rechnungen anstellen, weil man nicht genau die Perspektive kennt, wie das Flugzeug fotografiert wurde, aber man vermutet, dass dieses Flugzeug eigentlich zu klein sein müsste. Es gibt natürlich Experten, die sagen, dass das Ganze eben nicht richtig berechnet wird, das Flugzeug schon von der Größe passt, aber dies ist eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Außerdem wäre es unfassbar schwer, aus dem Dschungel unbemerkt ein riesiges Flugzeug irgendwie zu entfernen, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen, abseits eben von angeblichen Absturzstellen, die allerdings... Ja, du kannst da nicht mit großen Maschinen oder sowas rein, ja, Bagger oder sonst irgendwas, das ist unmöglich, es ist kein Durchkommen in so einem Dschungel, also... ist auch nie mit Fotos oder so dokumentiert. Und das ist schlammig, das ist nass, die schweren Maschinen würden versinken da drin, der Boden ist ja weich, ne? Das wird alles einsacken oder sowas, das wäre eine Mammutaufgabe überhaupt. Also selbst wenn das offiziell wäre und man sagt, okay, wir haben Bauunternehmen, Tiefbauunternehmen und so weiter und wir schicken das dorthin, um alles zu bergen, was dort ist, selbst das wäre ein Millionenunterfangen an Kosten, weil eben das so undurchdringlich ist, dieser Wald oder dieser Dschungel. Und mit den schweren Maschinen du da überhaupt nichts anfangen kannst. Letztendlich gibt es eine Sache, die möglich wäre, die wir hier sehen, abseits von einem abgestürzten Flugzeug. Unterschiedlichste Leute sagen, es könnte sein, dass wir hier einfach nur ein Bild auf Satelliten fehlinterpretieren. Dass wir also hier gar kein abgestürztes Flugzeug sehen, sondern eventuell sehen wir hier einfach ein Flugzeug, das geflogen ist. Dafür brauche ich aber kein Experte sein. Wie gesagt, ich sehe dieses Bild heute auch zum ersten Mal und ich würde mich nicht als Experte für Luftbildaufnahmen betrachten, aber man sieht ja die Umgebung. Über eben Kambodscha und das dann von oben fotografiert wurde. Sprich, dieses Flugzeug, was wir auf dem Bild sehen, war nie auf dem Boden, sondern es befand sich zwischen Erde und dem Satellit. Es war also ganz normal geflogen und dann fotografiert worden.
Ja, dann würden aber Bewegungen im Bild sein, Schlieren, Verschleierungen, weil das fliegt ja mit 800 km/h, 900 km/h, was so Flieger fliegt, wenn das normale Reisehöhe ist, also dann würde das verschwommen aussehen und nicht so recht, sag ich mal, scharfes Bild sein. Selbst wenn die Auslöser recht gut sind. Also klar, man kann Kurzverschlussaufnahmen machen. Ich meine aber nicht, dass so ein Satellit das kann, weil der ja eigentlich operiert letzten Endes mit der Dauerbildaufnahme, also eher Langzeitbelichtung. Und da hättest du Schlieren und Streifen im Bild. Kennt jeder, hat schon mal gesehen, wenn man so Nachtbildaufnahmen von der Stadt macht. Ja, und die ein paar Sekunden lang ist die Aufnahme, wie dann eben die Beleuchtung der Autos, sozusagen die Scheinwerfer, als Streifen auftauchen im Bild. Und von der Perspektive sieht es eben so aus, als wäre es dort abgestürzt. Dies ist eine logische Theorie, die immer verbreitet wird, doch im Internet gibt es extrem viel Kritik an dieser Theorie, weil viele Leute darauf hinweisen, dass dieses Flugzeug eindeutig eben in einer Schräglage an einer Wand ist von einem Berg, dass es sich also dabei tatsächlich nicht eben um ein fliegendes Flugzeug handeln kann. Allgemein kann ich euch nicht genau sagen, was es damit auf sich hat, doch ich würde erstmal, weil die Beweislage so gering ist, vermuten, dass wir es vielleicht hierbei nicht unbedingt mit dem Flugzeug zu tun haben müssen. Genau sagen kann ich es euch aber nicht. Ein Fake-Bild könnte man durchaus sagen. Nicht. Was aber allerdings seltsam ist und was erst jetzt wirklich weiter ins Zentrum der Leute rückt, ist eben der gruselige Vorfall, dass die Handys immer noch funktionierten. Ein Vorfall, der alle Theorien irgendwie in Frage stellt. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich wollte euch einmal diese gruselige Theorie mitteilen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Herzlichen Dank an den Betreiber. Ich mache mich mal wieder groß und dann an den Ersteller des Videos. Ihr findet, wie gesagt, das Originalvideo natürlich unter meinem Video. Der Kanal Creepy Pasta Punch. Ein sehr großer Kanal. 1,3 Millionen Abonnenten. Respekt und mein Glückwunsch dazu. Ja, was sagen wir jetzt nun dazu? Also ich sage mal so, ne, also ich würde für mich persönlich, das ist auch nur eine persönliche Meinung, glaube ich, dass dort deutlich mehr abgelaufen ist. Ich denke nicht, dass es eine Entführung war. Ich denke nicht, dass die Maschine in dem Sinne wirklich abgeschmiert ist, ja, im Sinne von Crash. Das glaube ich nicht. Wenn das Radarbild bzw. die Satellitenaufnahme korrekt ist, dann sehe ich da nirgendwo eine abgestürzte Maschine. Wenn eine Maschine abstürzt, das habt ihr alle schon mal gesehen, das sieht ganz anders aus. Da sind über Kilometer, zumindest mal über mehrere hundert Meter Trümmer und was weiß ich nicht alles. Ich glaube eher, vielleicht finden wir da auch mal zum späteren Zeitpunkt noch ein Video dazu, wo da genauer drauf eingegangen ist. Ich denke, wir haben es hier mit tatsächlichen, sagen wir mal, Phänomenen zu tun. Nicht zwingendermaßen vielleicht außerirdisch, vielleicht von der Technologie her sehr wohl, aber zumindest mal solche Anomalien, wo man sagt, okay, ja, so ein Flugzeug verschwindet. Also ähnlich das ganze Thema wie beim Bermuda-Dreieck, wo ja auch Flugzeuge, Schiffe verschwunden sind. Die sind allerdings, einige von denen, auch später mal wieder aufgetaucht. Ich erinnere hier auch nochmal an Experimente wie das Philadelphia-Experiment, wo man ja genau das versucht hat, ja. In erster Linie mal ein Schiff unsichtbar zu machen, was aber dann vollkommen in einer anderen Zeitlinie aufgetaucht ist. Und als es wieder zurück war, wo die Besatzung verschmolzen ist, ne, mit dem Schiff. Ein hochinteressantes Thema, habe ich mit dem Oliver Gerschitz auch auf dem Kanal hier auch schon Videos drüber gemacht. Müsst ihr einfach mal suchen. Auch so ein Phänomen. Und das halte ich am ehesten für wahrscheinlich, dass diese Maschine in irgendeiner Art und Weise auf so ein Phänomen getroffen ist. Die Regierungen das sehr wohl wissen, oder die ersten Indizien dafür bekommen haben und dann relativ schnell gesagt haben, das kehren wir mal unter den Tisch. Ja, besser ist, dass wir da nicht genauere Sachen rausgeben und schon gar nicht, dass wir das genauer untersuchen. Hast du andere Informationen, dann schreib sie bitte in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Spricht nichts dagegen, dieses Thema nochmal aufzugreifen, wenn es hier tatsächlich neue Fakten oder auch durchaus ja, Analysen oder Erklärungsmodelle gibt. Wieso auch nicht? Wir wollen uns ein bisschen auch mit Mystik beschäftigen. Wir wollen hier auch, oder ich möchte ja auch eben genau da ein bisschen rein in dieses Thema. Finde das immer hochspannend und da gibt es noch so viel mehr. Insofern, hab Dank fürs Zuschauen. Kanal bitte abonnieren, Meinung in die Kommentare und einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, auch den anderen Kanal des Originalvideos gleich mit abonnieren. Alle weiteren Infos in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Ciao.